Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Ich habe ein bisschen Gold gesammelt. Genau, Gold und Silber und so habe ich ein bisschen gesammelt zwischen den Folgen. Und wir gucken nochmal zu dieser Riesenqualle, weil ich glaube, da gibt es Wickelpilz. Es haben sehr viele Leute versucht, es mir zu schreiben. Ich habe voll oft so Kommentare gelesen. Hey, Tommy, wissen willst, wo der Wickelpilz? Zack, Kommentar nicht mehr gelesen. Ich habe es geschafft, es zu dodgen. Außer eventuell, es hat einer mit der Gigaqualle gemeint. Ich weiß es nicht. Ich habe irgendwas mit dem Kolossqualle und Wickelpilz gelesen, aber ich habe nicht genau den Kontext gelesen. Also es kann sein, dass es da ist. Dann ist es vielleicht doch gespoilert worden. Keine Ahnung. Ich habe versucht, alles zu dodgen, aber wenn auf jeder Plattform, in YouTube-Kommentaren, im Twitch-Chat, auf Twitter, überall mir diese Info ins Gesicht geworfen wird, ist es echt schwer, der auszuweichen. Bitte ein bisschen zurückhalten, wie gesagt. Aber die Folge war doch nicht da, deswegen kann ich euch nicht übel nehmen. Und alle dachten, seit Magnetie zu dürfen mir scheinbar alles ins Gesicht werfen. Guck mal, das ist geschlüpft. Das war dieses komische Ei beim letzten Mal. Das ist bestimmt ultra böse, das Ding. Aber wir werden es nie angucken ohne unser U-Boot. ja. Ich habe Kommentare unter Folge 18 gerade gelesen. Und ihr seid alle dumm. Besonders 500 Upvotes, manche Kommentare. Ihr habt doch alle einen Schaden. Alle so, hör, Zombie, wartet lieber 10 Minuten, als das Bettabteil mitzunehmen. Dieses Abteil macht mein scheiß Schiff langsamer, länger und ich verbrauche mehr Energie. Ein Zombie so, Zombie will ein Bett craften. Hä, Zombie, nimm doch das Bettabteil mit. Nein, ich crafte einfach ein scheiß Bett. Das ist doch auch in einer Sekunde hergestellt. Das habe ich einfach dabei. Es macht mein Schiff nicht länger und langsamer. Es macht, also ich kann sogar besser, es macht nicht nur länger und langsamer, sondern ich kann auch noch gleichzeitig schwerer das Schiff lenken, umso mehr Abteile dabei ich dabei habe. Und einer hat sich auch noch beschwert, dass ich nicht das Fabrikator-Abteil dabei habe, weil ich eh immer hier zum Crafting gehe. Ja, aber ich benutze auch das Gerät hier oft. Und ich möchte auch Sachen zerlegen. Und ich habe auch nicht alles zum Craften dabei, weil das hier ist. Und ich habe hier Strom und ich kann hier immer essen und alle meine Stats wieder auffrischen. Und neues Essen mitnehmen. Leute, ich habe schon ein Gehirn und das funktioniert auch. Ah, guck mal, der Baum hier ist gewachsen. Das ist, wie klein der ist, ne? Ja, und dann drüben habe ich, glaube ich, noch einen zweiten gepflanzt. Und die hier ist noch die Marmormelone. Ich vielleicht ein paar Seeds rausschlagen kann und die auch noch so ein bisschen vermehren kann. So, haben wir hier ein bisschen Zeug. Ja, wir gucken einfach mal zu Monsieur Gigaqualle. Markieren wir uns eventuell auch. Und sonst, achso, ich kann mal gucken, wie viel Gold und so ich jetzt habe. Ich habe nämlich echt viel gemacht. Ich habe auch, ich habe irgendwo eine Aufnahme nebenbei laufen lassen, aber ich weiß es nicht. Ich habe eine Schubkanone, einen Teil davon gefunden. Das ist dasselbe wie das Krebsding, dass man so Sachen aufheben und wegschießen kann. So eine Gravity Gun von Half-Life so gesehen. Aber ich habe nur einen Teil davon gefunden und das war ganz im Startgebiet eigentlich. Da bin ich so nach unten getaucht, weil da war Gold in diesen Höhlen von den Kobolden. Ja, genau. Ansonsten habt ihr nichts großartig verpasst. Genau, Silber habe ich ein bisschen was, Gold habe ich 3 rein und Lithium habe ich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr. Genau, die waren ja am Ende der letzten Folge alle 3 ein bisschen spärlich. Titan habe ich, glaube ich, massig. Genau. Quarz habe ich auch noch ein bisschen was. Wir haben Zeug. Es geht uns gut. Ich habe hier, glaube ich, auch noch einen neuen Fisch reingetan. Ach so, ja, so einen Propellerfisch gab es da auch. Die sind freundlich. Die habe ich gescannt. Ich habe noch irgendwas gescannt. Ich habe 2 Sachen gescannt. Muss mal gerade gucken. Irgendwas habe ich nämlich noch getötet. Da, ein Krakenhai habe ich irgendwie 5-mal mit meinem Boot gerammt und der ist dann gestorben, da habe ich den auch gescannt. Jetzt wissen wir auch, wie das Ding heißt. Ein Krakenhai. Ein Leviathan von geringer Größe mit komplexen krakenähnlichen Fortsätzen, mit denen er ein breites Spektrum an Beute jagen kann. Beurteilung meiden. Genau, und der 2 Elektro-Tentakel, die möglichen Blitzangriffe auf größere, langsamere Ziele zu machen, um sie langsam zu überwältigen. Wie mein Boot, was dann kurz keinen Strom hat und so. Okay. Ja, schauen wir erstmal einfach zu dem Gigapilz in der Richtung uns jetzt ein bisschen um. Wir haben ja jetzt alles, was wir wollten. Ich mache auch gerade mal die Baupläne da weg. Aber manchmal versteht ihr scheinbar echt nicht mein Denken. Weil für mich ist es vollkommen logisch, dieses Bettabteil als absoluten Müll zu sehen. Und ihr denkt alle, das ist gut. Zudem, es kommt noch dazu, es ist okay, das Bettabteil kann okay sein, wenn man zu dieser Insel dann 1000 Meter Entfernung fährt oder so. Aber wenn sobald es tiefer geht, ist eh immer dunkel. Dann bringt mir ein Bett auch nichts mehr. Es ist halt einfach Trash hier. Ihr könnt sagen, was ihr wollt und denken, was ihr wollt. Ihr versteht halt einfach meinen 700 IQ nicht. Ja, wir fahren zur Megaqualle. Ich habe alle 3 Dinger dran, genau.
Und es kann euch doch auch egal sein, ob ich für jede Kleinigkeit zurück zur Basis fahre, weil ich es euch eh rauscutte. Wenn ich gerne 100 Mal hin und her fahre, dann mache ich das halt so. Ich habe übrigens ein paar der Signale ausgeblendet. Ich weiß gar nicht, ob ihr da up-to-date seid oder nicht. Aber ja. Also, dass es so ein bisschen übersichtlicher ist. Und... Ah ja, wartet. Kevin hat einmal mit mir geredet. Alan, genau. Nee, hat er noch nicht. Wird er noch. Okay, ich habe nämlich nicht gespeichert. Ich hatte einmal für einen Screenshot mich eingeloggt oder so. Und da hat Alan mir irgendwas über Koordinaten erzählt und die mir gegeben. Wird er also, sobald die Nacht vorbei ist, wahrscheinlich erzählen. An Tag 41 erzählt er mir scheinbar was von irgendwelchen Koordinaten. Hören wir gleich. Der wird gleich einmal durchcallen. Hey Babe, was geht? Hast du schon gehört, die Tina hat ein Alien-Artefakt in 700 Meter Tiefe verloren. Ach nee, wirklich? Ja, ansonsten kam gestern keine Subnautica-Folge. Aber es lag halt daran, dass ich das in Destiny Raid am ersten Tag schaffen wollte. Habe ich auch geschafft. Bin mega happy. Und das hier, das Erbauerkörperlager, das war das scheinbar, wo wir das Skelett von ihm gefunden haben. Das habe ich nur nicht so zugeteilt, weil ich die Markierung davon deaktiviert hatte. Au. Warum bin ich eigentlich schon wieder hier? Fühlt halb kaputt. Tada! Okay. Genau. Signal location uploaded to PDA. Das ist Z13. Irgendwo an der Oberfläche scheinbar. Weil ich war in der Basis und es war trotzdem noch über mir. Und das finden wir dann raus. Ich nehme mal kurz aus unserem Bildchen und reparieren das mal. Und sonst haben wir jetzt da eine Ionenbatterie drin. Und noch eine Ionenbatterie für unseren Krebs dabei. Allerdings ist unser Ziel, unsere Pläne sind... erstmal das Körperlager ausblenden, weil ich da scheinbar schon war. Genau, wir wollen die beiden Orte besuchen. Und dafür möchte ich Wickelpilze. Also unser Ziel gerade sind einfach Wickelpilze. Und die finden wir bei der Gigaqualle. Und die Gigaqualle ist irgendwo hier draußen gewesen. Ja, wir schwimmen sogar über die Oberfläche. Ich tapferer Junge, ich. Die werden wir halt irgendwo Richtung... Ja, so, ne... Wir gucken einfach mal. Wenn uns irgendein großes Monster umbringt, dann sind wir zu weit. Ich glaube, da, wir sind im richtigen Biom. Ja, das sieht richtig aus. Hier müsste irgendwo Senior Gigaqualle sein. Nee, ich habe es versucht zu dodgen. Wenn es jetzt da drin ist, dann... Ja, dann ist es halt so. Das Problem ist der Leviathan da drüber. Wir schauen erstmal, ob wir es von den Füßen kriegen, aber ich habe irgendwie die Vermutung... Ich weiß nicht, ob man da rein kann oder so. Ich weiß nicht, wie Quallen funktionieren. Ich bin kein Qualologe. So, aber hier sollten wir relativ safe sein. Ich habe ja zumindest noch kein Ding gehört. Hallo, kann ich deinen Fuß abbauen? Kolossqualle. Okay, ja, das ist auch nicht jetzt so unerwartet. Und so viele Nebenmusikgeräusche, dass man gar nicht mitbekommt. Da oben schwimmt er. Okay. Von einem Fuß kriege ich keine Sache, die ich brauche. Ich könnte natürlich auch jetzt durch die Höhle hier unten nochmal zu meinen Mech holen fahren. Und dann mit dem Mech den Leviathan vertreiben. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Was war eigentlich meine Idee dahinter, dass ich den Mech habe stehen lassen? So, aber wir haben für dich eine Ionenenergiezelle. Ionenenergiezelle. So. Da freut er sich. So. Und jetzt können wir da wieder ranhüpfen. So. Ja, jetzt habe ich hier ein paar... drei Energiezellenersatz dabei. Das sollte ja für alles reichen, was ich im Leben erreichen will. Ach, ich wollte tiefer tauchen. Genau, ich wollte ja zu diesem Erbauersignal was Tiefes. Das war mein Gedanke dahinter, okay. So, da ist der Fetti. Schön, wie der hier so voll auffällig rumschwimmt. Kann ich auch einfach in meinen Anzug einsteigen, ohne den vorher abzumachen? Schauen wir mal. Ja, kann ich. Okay. So, dann gehen wir jetzt auf die Jagd nach Alm. Erstmal hier landen. Wie gesagt, der kann uns ja scheinbar ein paar Mal packen, ohne dass es uns stört. Schauen wir mal erstmal, ob wir hier irgendwie uns dran festhalten oder rein können. Kann sein, dass da drin einfach Luft ist oder so. Ich weiß nicht, wie die Qualle...
Es sieht für mich fest aus. Aber da drin ist irgendeine Art Pilz. Okay, vertreiben wir erstmal ihn hier. Muss nur einen Angriff auf uns starten. Okay, Mission erfolgreich, Mission erfolgreich. Alarm! Habe ich ihn getroffen? Ich treffe ihn. So, ab genug Schaden müsste er uns nochmal packen, okay. Ist okay. Alles in Ordnung. So, jetzt sollte er abhauen. Er haut nicht ab. Erstmal reparieren. Er ist schon ein bisschen weiter weg, ne? Ja. Bin dran! Yeehaw! Bin ihm gedodged. Da ist er an. Unglücklich. Jetzt sieht es aus, als würde er sich irgendwie so ein bisschen in Bewegung versetzen. The nearby spires are substantial thermal vent structures, hospitable to coral formation. Danke, PDA. Denkst du, ich lass los deswegen, hä? Ich werde reingebohrt, Bro. Dass ich nochmal gegen so einen kämpfen muss. Oh, jetzt haut er ab. Jetzt haut er ab. Schauen wir einfach mal, ob mein Boost reicht, um oben drauf zu landen. Vielleicht darf man ja irgendwie da oben rein oder so. Bro, versuch's erst gar nicht. Hallo, ich würde gerne hier rein. Was ist da Pilze in dir? Ob ich mich von dem habe kann einsaugen lassen? Ich hab doch... Ich schwimme doch nicht in so einen Alien rein. Haken wir erstmal wieder an unserem Boot. Automatisch aussteigt, okay. Gut zu wissen. Hallo, reparieren. Danke. Ja. Puh. Speichern und versuchen einmal reinzuschwimmen. Ja. Was haben wir denn sonst für eine Wahl? So, steigen wir einmal hier ein. Speichern einmal in unserer Base. Hallo, kann ich da rein? LOL! Ich kann echt hier rein. Bist du Wickelpilz? Nein. Wickelpilz! Was? Hä? Das hätte ich nie erwartet, dass der so aussieht. Kein Wunder, dass der so schwer zu finden ist. Man muss eine Gigaqualle. Also ich werde hier nie reingeschwommen ohne den Kommentar. Also es ist schön, dass ich wenigstens nur noch ein bisschen selber raten musste, was ich mit diesem Ding hier zu tun habe. Rotgabe. Kann ich scheinbar nicht scannen? Okay. Vielleicht kriegt man das auch irgendwie von den Kleinen oder so. Wer schwimmt denn in so eine Gigaqualle rein? Ja gut, aber wir haben Wickelpilze. Ein paar. Genug fürs gesamte Spiel. Super merkwürdiges Material. Wachst die auch woanders? Jetzt könnt ihr es mir in den Kommentare schreiben. So. Es ist ein Zombie. Er wurde geboren. Ja, vielleicht wächst der ja auch woanders. Ich weiß jetzt, wie der aussieht. Und ich kann ihn eventuell selber anbauen. Oh, wir können so viel Zeug craften, Leute. Auf nach Hause. Aber schade, dass es dann doch gespoilert wurde.
Vielleicht wäre ich auch reingeschwommen. Ich meine, früher oder später wäre ich ja verzweifelt gewesen und diese Qualle hatte so rote Beine. Ich hätte wahrscheinlich nochmal hingeguckt. Hm, ich sehe nichts. Erstmal Licht anmachen. Ah ja, viel besser. Ich sehe immer noch nichts. So, wir gehen hier trotzdem zum Tanken rein. Welcome aboard, Captain. Lädt unser U-Boot eigentlich auch den Krebs auf? Dann würden sich vielleicht die 2-Ionen-Batterien beim U-Boot mehr lohnen. Warum flackert die Base eigentlich immer, wenn Strom verbraucht wird? So funktioniert nicht Strom. Da flackern, wenn der Strom fast leer ist. Ja, dass es so hart am Absinken ist, heißt ja eigentlich, dass hier nichts drin ist, oder? Na doch. Na guck mal, man kann selbst Eiskörbe opfern. Kann ich Wickelpilz anbauen? Und ich habe hier noch ein paar Spots. Ja. Scheinbar kann man den anbauen. Da wachsen 2 Wickelpilze. Okay. Cool. Was ist denn ein dummes Rezept? Größter Kritikpunkt an dem Spiel bisher. So. Na dann. Stellen wir mal Synthetikfasern her. Mensch, das ist ja schwer, das Rezept. Na gut, man muss halt irgendwo erstmal diesen Wickelpilz herbekommen und dann hat man durchgespielt. So. 7 synthetische Fasern. Ich glaube, die sollten reichen. Oh, wir brauchen einen neuen Schrank. Ja. Als ob. Highlight des Tages. Wickel. So. Da kommen die Wickelpilzstücke rein. Dann gucken wir mal. Was gibt es denn für... Können wir irgendwo uns hinstellen, wo das Menü schöner ist? So. Dann gucken wir mal, was wir uns alles mit synthetischer Faser herstellen können. Weil das war... Viel. Ach ja, wir haben auch pikanter Obstsalat bekommen, stimmt. Ein überraschend köstlicher Salat. Ein Rezept mit einer Feuerschote und einem Pflaumenbeetblatt. Schneepflaumenblatt. Ich weiß nicht, wieso ich lesen so schwer ist. So, davon können wir uns auch mal einmachen. Warte mal, machen wir uns erstmal einen Salat. Hier. Gib ein Blatt her. Und dann crafte ich das mit einer Feuerschote. Bin ja mal gespannt. Weil der Feuerschote alleine ist ja schon insane. Salad does not traditionally involve leaves, but at least it is nutritious and warming. Holy shit. Der hat nicht mal Haltbarkeit. Der hat nicht mal Haltbarkeit. Okay. Wir machen mal kurz ein Pflaumenbaumbeet. Als ob wir so ein insanes Essen noch bekommen haben. Also, nee, das hätte ich nie mit gerechnet. Was hat das denn? Irgendwie 100 Essen, 100 Wärme und 30 Wasser oder so. Ja, wir machen das ganze Feld hier voll mit den Dingern. 8, 9, 10. 10 Mal kann man einen ernten. Ja, dann machen wir uns mal ein paar pikante Obstsalate, ne? Dann leben wir von Obstsalat. Oh, Obstsalat-Time. Das kann ich halt einfach easy auch in mein Boot reinmachen. Krank. So. Du bist hier unten. Du willst das alles mal rausnehmen. Das brauchen wir nicht. Und dann kommen hier Obstsalate rein. 100 Wärme, 85 Nahrung, 30 Wasser. Und die werden nicht schlecht. Krank einfach. Jetzt müssten sie mich noch dazu voll heilen. Na gut, Essen ist geklärt fürs restliche Spiel. Sehr, sehr schön. So, jetzt aber zu unserem OG-Plan zurück. Nach der Detour. Wir wollen den haben. Das Schneepirscherzeug können wir eh noch nicht machen. Ja, das ist egal. Das Krebstiefenmodul, wo ist es? Da. Das wollen wir machen. Wir können gucken, dass wir in den nächsten 2 Folgen auf jeden Fall mal eine Schneefuchs-Folge machen. Wir haben ja noch das Magnetit in Basisvieh, was wir holen können. Dann können wir dann mit dem Schneefuchs mal rumfahren. In den nächsten paar Folgen. Aber wir können jetzt auch erstmal ein bisschen tauchen gehen und die ganzen Stationen abgehen. Ich glaube, das waren auch schon die 2 Sachen, die ich haben wollte. Aber ich wollte die halt unbedingt haben. Selber weniger Schaden kriegen und dass mein Krebs tiefer tauchen kann. Klingt ja schon mal ganz nice. Weil für mein U-Boot, dass es tiefer kann, brauche ich, glaube ich, jetzt kranke Sachen. Ne? Seebahn-Tiefenmodul. Nickel habe ich, Plastahl habe ich, Kyanid bräuchte ich halt. Das suchen wir jetzt dann scheinbar.
Weil mit Kyanid kann auch der Krebs noch tiefer tauchen. Genau. Nickel und Kyanid brauchen beide, damit sie auf wahrscheinlich maximale Tiefe tauchen können. Kyanid müssen wir also finden. Dann nehme ich Zeug für einen Bioreaktor mit. Und für einen Scannerraum. 2 Kupfer, Goldtischkoralle. Dann können wir uns weiter unten nochmal einen Scannerraum bauen. Weil wir tauchen dann jetzt halt recht tief. Und dann gucken wir mal, wo ein Scannerraum ist. Oder was unser Scannerraum uns dann erzählt. Dann finden wir bestimmt auch mal endlich Magnetit von sich aus. Ja, machen wir die 2 Anzüge. Oder die 2 Sachen. Erstmal 2 Dias und dann kann ich mir den Anzug machen. Heißt weniger Schaden, wenn mich was angreift. AK nicht mehr ein Viertel Leben, wenn mich ein kleiner Gegner beißt. Oh, da waren Handschuhe dabei. Oh, nett. Ja. Besseres Überleben bei extremen Temperaturen. Wir wollen ja eh tiefer, das klingt ja schon mal nett. So, und jetzt brauchen wir ein emailliertes Glas. Ich gucke einfach mal hier kurz. Dafür brauchen wir Glas, Blei, Diamant. Okay, dann machen wir ein Glas. Ich muss kurz mein Quarz dann wieder aus dem Schrank holen, aber ja. Blei und Diamant. Diamant ein und ein Blei. Das ist so schön, hier alles zu haben. Einfach so, hey, ich will was craften. Ach ja, habe ich alles hier. So, haben wir ein emailliertes Glas. Und dann 3 Rubine. 1, 2, 3. Wir haben ein bisschen zu viele Synthetikfasern gemacht, muss ich leider sagen. Aber passiert. Krebstiefenmodul Stufe 1. So. Ja, den würde ich auch gerne. Das kommt in den letzten Slot, der Wärmereaktor. Dass der Krebs sich bei Wärme einfach selber auflädt. Weil das halt dann echt nice. Und es scheint ja wärmer zu werden, umso weiter wir tiefer tauchen. So, wie steht's mit den Wickelpilzen? Ja, da wachsen welche. Cool. Ich brauche halt nie wieder so viel Synthetik, aber hey, immerhin. Ich bin einfach mal so Big IQ und lege synthetische Fasern hier rein. 4 Stück? 5 Stück? Alle? Ich habe das Gefühl, dass wir synthetische Fasern brauchen, um irgendwie die Haut oder sowas herzustellen. Würde in meinem Kopf zumindest Sinn ergeben. Ja, kommt das alles hier rein? Okay, vielleicht auch in die Schränke einfach an sich. So, wir haben noch das Krebstiefenmodul. Genau, das muss noch in den Krebs rein. Hier. Kann jetzt 700 Meter. Damit finden wir bestimmt Kyanid. Kann ein bisschen tiefer als mein U-Boot. So, wir schwimmen noch los. Weil wir heute wieder ein bisschen gecraftet haben. Aber wir haben auch alles gefunden, was wir finden wollten. So, angedockt. So. Wir wollen tief. Haben wir irgendein Artefakt, wo wir noch nicht waren? Q59. So. Du bist jetzt unser leitender Punkt, Q59. Sonst können wir immer noch da, wo wir gerade waren, gucken, tiefer zu tauchen. Da gab es ja so ein Gebiet mit lila Kristallen und so. Dann schauen wir erstmal, dass wir hier zu Q59 finden. Das ist der Anfang. So, immer noch ein Stückchen. Sobald es hier irgendwo tiefer geht, können wir runter. Ich habe das Gefühl, hier wird es nicht tiefer gehen. Dann tauchen wir hier in die Schlucht runter. Ja. Gehen wir einfach zu den Twisty Bridges und gucken mal, ob es da irgendwo ganz, ganz tief runter geht. Donk, donk, donk. Ich kann mich halt auch nicht drehen hier drin, ne? Hier ist nicht genügend Platz. Gehen wir mal ein bisschen hoch. Da kann ich mich drehen. Sie track eher sie ab, fuck. Da, 200 Meter in die Richtung will ich. Aber wie? Das könnte im Bergwerk Kopper sein, oder? Weil es sieht nicht so aus, als würde es hier weiter runter gehen. Dann muss ich, kann ich mit dem Krebs in Bergwerk Kopper rein? Schauen wir mal. Habe ich mir Kopper markiert? Ich glaube, ich war ein Good Boy. Ja. So, da sind wir. Bisschen hier und da fahren und dann können wir rein. Danke für die Markierung, Zombie. Bitteschön, bitteschön. So.
Ich hab, ich glaube, ich habe was vergessen mitzunehmen. Ja, eine Pflanze zum Anbauen habe ich vergessen mitzunehmen. Ja, egal, wir sind jetzt eh erstmal hier. Da kommen wir auch nochmal im Haus vorbei. Welcome aboard, Captain. So, wir wollen heute mit unserem Mech unterwegs sein. Aber ich möchte den Bohrerarm bitte entfernen. So. Weil ohne Bohrerarm kann man das looten. Und Sachen kaputt boxen. Passt der Mech hier durch? Ich weiß es nicht. Ich hoffe es mal. Ja. Let's go. Guten Tag, Koppamine. Ich möchte bitte nach unten fahren. Okay, dann springen wir halt. Ja. Ein sehr langsamer Abstieg, aber immerhin einer. Wo sind wir denn hier? Hier hätte ich übrigens auch den Krebs früher bekommen können, ne? Ich habe es, glaube ich, in der Folge eingeblendet oder so. Ich habe gesehen, dass da drüben Krebsanzüge lagen. Bin ja hier umgedreht, glaube ich, vor der Plattform. Ja, hier lag Krebsanzug. Guck mal. Ich bin auch ein Krebs. Ich hoffe, die werden nicht mad oder so. Wenn ich hier rumlaufe. Was ist das? Ja, wird mir nicht angezeigt, wenn ich keinen Bohrer drin habe. Okay. Ja, da wäre Titan auf jeden Fall. Aber das brauche ich ja nicht. Schauen wir mal weiter, wo die Mine entführt. Guck mal, das passt perfekt. Ich bin einfach halt 700 IQ-Zauber, wie ich gesagt habe. Was habt ihr hier drüben? PDA. Sachen zum Scannen. Ich könnte ihn auch punchen. Ja, gut. Ich kann mir sich den Krebs ganz am Anfang vom Spiel holen. Oh, hey, Parvin. Can I get you to sign off here? What is all this? I don't know. Some kind of measuring equipment? Lil said she'd send someone over to set it up later. Ah, alien science nonsense. I wouldn't say that. You should ask her to show you some of her findings. It's pretty interesting stuff. There might really be someone down there. You ask me. The scientists have too much control over here. What? I'm serious. Look around you. This mining facility extracts every mineral your scientists use to make their equipment. Their bases, their scanners, even your little sea trucks. I wouldn't call them little. Do you know the name of a single person who works down here? Well, I know you, Parvin. Ah, tell Lillian she's wasting her time. There's nothing down here but workers, and we already know we don't spark her curiosity. Okay, sorry, dass das Flutlicht im Weg war. Nicht paaren bitte mit meinem Anzug. Ich sagte nicht! Du Kackding! Hör auf, meinen Anzug zu belästigen. Okay. Mein Anzug ist stark genug. Got it. Selbstverteidigung ist möglich. Hier gäbe es einen Krebsbohrerarm. Warum nehme ich Titan mit? Ich weiß es nicht. Weiter geht's. Auf unserer großen Reise in die Tiefe. Ich habe gerade irgendein Scan-Symbol gesehen. Was ist da? Vielleicht habe ich auch einfach gesehen, dass ich das hier scannen kann. Kann ich nicht mal. Da ist noch ein Laserschneider. Ach, keine Ahnung. Gehen wir weiter runter. Wir suchen Tyranid. Wir wollen tolle Sachen machen. Wir suchen... Krebsi, bist du bereit, kurz auf mich zu warten? Ich muss da rüber. Ja, hier wird safe sein. Bei den Alien-Sachen war eigentlich nie was Gefährliches. This site is one of some significance. Its data will assist us on our quest. Okay. Ein Erbauer-Artefakt. Fremde Statue. Diese Statue unbekannter Herkunft, so sieht's aus, präzise aus einem Block aus reinem Kupfererz hergestellt, scheint eine Art Lebewesen darzustellen und ähnelt den Zentauren der antiken griechischen Mythologie. Ja, so mit so vier Beinen und einem Oberkörper, ja.
Es wurden mehrere Theorien aufgestellt. Die Statue könnte als kultureller Marker dienen und die Anwesenheit oder Autorität einer bestimmten Gruppe oder Untergruppe einer intelligenten fremden Lebensform anzeigen. Möglicherweise ein religiöses Artefakt, das eine Gottheit oder eine andere bemerkenswerte Figur darstellt. Künstlerischer Ausdruck, eine erfundene Form, die Einfallsreichtum darstellt. Ja. Egg. Okay, nehmen wir das Egg mit. Hier ist auch noch ein bisschen Luft. Speedrun von Below Zero ist bestimmt krass. Aber interessiert mich erst, wenn ich durch bin. Braucht mir also vorher keine schicken. So, dann gehen wir mal weiter. Doop-bidoop-bidoop. Hast du Kyanid gesehen? Muss doch hier irgendwo geben. Da hast du nur die ganzen Bohrerarme und so, damit man die freischaltet. Oh, schaut, wie gut es hier ist. Ja, es geht aber nicht mehr so tief. Aber hier kann man alle Erze und so, die man braucht, so ein bisschen abbauen. Ja, Fazit. Mine ist nett. Hier gibt es noch so ein Forschungs-DC. New technology acquired. Eine Stirnlampe. Kann man die statt dem Helm tragen? Stimmt, für den Kopfslot, ja. Dann kann ich aber nicht mehr so lange tauchen. Man braucht hier irgendwie selten. Eine Kopfverdeckung mit batteriebetriebener Lichtquelle für alle Umgebungen. Ionenbatterie? Okay, vielleicht geht die einfach nicht leer, die Stirnlampe. Meine Taschenlampe mit Ionenbatterie sollte ja nicht leer gehen. Interessant. Ah, dann habe ich so eine Kopflampe und dann ist nirgends mehr dunkel. Zusammenhang. Okay, das lesen wir noch und dann ist die Folge vorbei, okay? Und beim nächsten Mal suchen wir eine andere Stelle, wo wir tief tauchen können, um Kyanid zu finden. Kann auch sein, dass es an der Oberfläche ist, aber Oberflächefolgen machen wir, sobald wir hier fertig sind mit Tauchen. Zusammenhang zwischen ungeklärter Ionensignatur und Verschwinden der Aurora? Eine ungewöhnliche Ionensignatur am Rande des Altera-Raums hat die Wissenschaftler verblüfft und einige haben eine Verbindung zu einem ähnlichen Echo ausgemacht, das um die Zeit der von der Aurora gemeldeten Bruchlandung entdeckt wurde. Ob und wie die beiden miteinander in Zusammenhang stehen, ist eine offene Frage. Viele in der wissenschaftlichen Gemeinschaft behaupten, sie stünden in keinerlei Beziehung zueinander und konnten durch natürliche Phänomene erklärt werden. Oder Altera teste heimlich eine neue Technologie. Neues Öl im Feuer der Diskussion ist Alteras Weigerung, die vollständigen Daten über den Aurora-Unfall zu veröffentlichen. Außerdem deuten gewisse Quellen neuerdings darauf hin, dass sie ihre Liste der erwarteten Opfer nach oben korrigieren werden. Woher diese Information stammt, ist jedoch unklar. Es ist jetzt Monate her, seit die Sunbeam sich zuletzt meldete. Die Bergungsteams setzen ihre lange Reise nach 4546 fort. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass das hier so 30 Jahre nach dem ersten Subnautica spielt. Weil die haben ja hier so richtige Bases und so aufgebaut und so ein Höhlensystem. Na gut, haben wir Mine Copper abgeschlossen. Dann würde ich sagen, oh, das ist eine Rubinquelle, ne? Ich habe ein paar verbraucht. So, bauen wir den Rubin noch ein bisschen ab. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Subnautica. Setze unsere Suche in der Tiefe fort. Vielleicht baue ich auch einen Scannerraum, um herauszufinden, wo ich irgendwas finde. Wir müssen uns ja nur irgendwelches biologisches Zeug da unten anbauen. Irgendeine Pflanze oder sowas wird es ja geben, die ich in den Bioreaktor packen kann. Und vielleicht kriege ich auch einen Wärmereaktor hin, wer weiß. Es gibt ja alles, was ich brauche um mich herum. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann, jetzt bin man.